bist hier ein bisschen am Reparieren. Wirst du nicht zur Gaudi machen? Was ist passiert? Tja, wir sind seit Viertel nach ein vorgestern Abend losgefahren. Und dann fing also schon an. Wir hatten also erstmal Massekontakt abgerissen. Dann haben wir Zündkerzen ausgefallen, Zündkerzenstecker getauscht. Zwischendurch haben wir an der 57er BMW ist eine Stößelstange gerissen. Und die mussten wir also bei einem BMW-Händler besorgen, haben wir selber eingebaut, weil deren Mechaniker in Urlaub waren und so. Wir sind also jetzt 20 Stunden unterwegs, ne? Und jetzt haben wir, und zwischendurch ist der Anker einen Kursschuss gemacht, ne? Und da kommt also überhaupt gar kein Saft mehr raus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir einen Anker herkriegen, sonst sieht das also heute morgen Abend sehr schlecht aus, ne? Ohne Licht fahren ist ja schlecht drin, ne? Wo kommt ihr her? Wir sind aus Aachen. Der nächste Weg, ja. Wie lange fahrt ihr? Ja. Alles glatt geht? Wenn alles glatt geht, sind wir 12 Stunden unterwegs. 12, 13 Stunden, ne? Und aber wie gesagt, wir haben jetzt 18, 19 Stunden gebraucht, ne? Um die Tour überhaupt nach hier hinzukommen, ne? Da war also alle 50 Kilometer eine Panne, ne? Das war so schlecht, ne? Ja. Darf ich was Allgemeines fragen zum Elefantentreffen? Bist du das erste Mal da? Nee, ich war letztes Jahr war ich also hier und war so begeistert, dass ich also sofort gesagt habe, ne? Nächstes Jahr bist du wieder dabei, ne? Wenn du sagst begeistert, erklär das mal, was ist das Tolle dran? Ja, die Atmosphäre, also erstmal, dass so viele Leute da sind, die also aus ganz Europa herkommen, ne? Und man lernt auch sehr schnell Leute, die im Umkreis, wo man zeltet, kennen, ne? Tolle Kameradschaft, bin ich sehr zufrieden, ne? Und macht natürlich Spaß, ne? Auch die Kameradschaft untereinander, ne? Ist also dann bombig, ne? Ich meine, Stress entsteht schon mal, ne? Dass also da irgendwie, wenn man 20 Stunden gefahren ist, ne, dass da immer ein bisschen Stress ist, aber so bin ich, also, das ist ganz toll, ne? Unterscheidet das Kennenlernen, andere Leute kennenlernen, so wesentlich von anderen Motorradtreffen? Eigentlich nicht, aber man lernt, also da das so also ein größeres Treffen ist, ne, lernt man sehr viele Leute aus viel größeren Regionen kennen, ne, anderen Ländern, ne? Und wenn man sich ein bisschen mit Sprachen auskennt, ne, kann ich schnell mal mit Franzosen unterhalten und so, das ist also nicht gut, ne? Alles klar, danke dir. Und walzt dann den Anker in die Kegelpassung. Beim Ausbau wird, nachdem die Schraube ganz herausgedreht ist, ein Rundstab in das Loch eingefügt und die Schraube nun wieder hineingedreht. Dabei drückt nun die Schraube über den Rundstab den Anker wieder aus der Kegelpassung. Wer hier mit einem Abzieher rangeht, wird unweigerlich seine Ankerwindung zerstören. Eine Befestigungstechnik, die bis heute BMW und Moto Guzzi beibehalten hat. Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir
wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Nun wollen wir uns den Besonderheiten widmen, wobei die Frage gestellt werden darf, ob die folgenden Geräte zu einem Motorradtreffen gehören. Aber technisch gesehen haben sie natürlich etwas mit dem Motorrad zu tun. Da wäre zunächst dieses Wüstenungetüm, der große Bruder der am Anfang gezeigten Einzylinder-Moto Guzzi. Auch dieses Gefährt hat einen, man beachte, luftgekühlten Einzylindermotor und scheint problemlos einiges transportieren zu können. Als nächstes, ebenfalls ein Militärfahrzeug, bereits eine Zweizylinder-Guzzi-Maschine. Erwähnenswert für alle Freunde an dieser Stelle, dass der Zweizylinder-Guzzi-Motor eigentlich aus einer Baumaschinenentwicklung stammt. In diesem Gerät ist der Motor bereits gebläsegekühlt. Zugelassen ist das Gerät in der Nähe von Udine und diesen Herren sei vielleicht mal mitgeteilt, dass der Krieg vorüber ist. Sie können ihr komisches Mützchen mal wieder runtertun bei Gelegenheit. Die Lenkung dieses Geräts erfolgt über ein Übersetzungsgetriebe. Alle Details, wie zum Beispiel die Tarnscheinwerfer, sind vorhanden. Der Antrieb dieses Ungetüms erfolgt, wie wir eingangs mit den Ketten auf dem Vorderrad schon sahen, auf allen drei Rädern. Das Besondere an dem Antrieb sind die nach hinten ebenfalls angetriebenen Stützrollen, damit das Gerät auch in steilem Gelände nicht nach hinten umkippt. Auch ein Dreirad, aber wesentlich neuerer Prägung ist dieses Gerät. In Amerika existieren diese Fahrzeuge schon jahrelang. Hierzulande werden sie im Cross-Einsatz gebracht. Der Hersteller beweist dies durch die Teilnahme zweier solcher Modelle an der Rallye Paris-Dakar. Allerdings ist uns unklar, in welcher Kategorie dieses Spielzeug mitfahren darf. Technisch ist zu sagen, Starrachse, der Vorführer hat auch seine Probleme damit, und keine Federung bzw. die Federung wird für den Ballonreifen übernommen. Das Gerät gibt es mit 39 PS und Straßenzulassung. Naja, wer es eben mag. Dieses vierrädrige Gefährt halten wir bei aller Motorsportbegeisterung für deplatziert. Und weil wir gerade dabei sind, ob lustig, komisch oder sonst wie, der verehrte Zuschauer soll bei den nächsten Bildern selber entscheiden, ob dies zum Elefantentreffen gehört. Gerade weil die Show doch so kritisiert wird. Tormenti con qualcuno che alla luce.
luce del giorno non conosci più, anche tu. Ti telefono no, ho il murale in cantina. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità, anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia, anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Dieser Freund scheint wohl das besonders frische Frühstück zu bevorzugen. Auf die Frage, wie denn das Huhn die Fahrt übersteht, wies er auf die einschläfende Wirkung von Alkohol hin. Vielleicht weiß er noch nicht, dass es auch in Koppel frische Eier gibt. Sind solche Feinheiten zu Urzeiten des Elefantentreffens auch schon Thema gewesen? 30 Jahre Elefantentreffen.